Es ist in den vergangenen Jahren etwas Gras gewachsen über den furchtbaren Sommer, der 5 Menschenleben gekostet hat. Es wurde viel darüber geredet, zu viel diskutiert, gestritten, spekuliert und Schuld zugewiesen. Alte Feindschaften flammten neu auf, alte Freundschaften verbrannten in der Glut. Jeder im Dorf wusste etwas und jeder, der bis dahin geschwiegen hatte, riss das Maul auf, als nichts mehr zu ändern war. Ich habe mit allen gesprochen, die noch reden konnten. Ich habe mir ihre Erklärungen, ihre Entschuldigungen und ihre faulen Ausreden angehört. Ich habe ihre Versäumnisse gesehen und ihre Irrtümer erkannt. Nun will ich für den sprechen, der niemandem sagen konnte, was er fühlte. Für Ben. Es wird nicht leicht, das weiß ich. Es gab nicht für alles Zeugen. Trotzdem bin ich sicher, dass sich auch die Situationen, die niemand beobachtet hat, so abgespielt haben, wie ich sie schildern werde. Warum soll ein Mensch mit beschränkten intellektuellen Fähigkeiten ausgerechnet in den entscheidenden Momenten sein Verhalten ändern? Über mich gibt es dabei nicht viel zu sagen, ich war das Schlusslicht. Nur die ermittelnde Hauptkommissarin Brigitte Harlinger. In dem Sommer war ich 43 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines 17-jährigen Sohnes. Und das ist vermutlich mein Problem bei der Sache. Ich fühle mit seiner Mutter, Trude Schlösser. Auch wenn ich ihr Verhalten nicht billige, verurteilen kann ich sie nicht. Und am Ende gelang es ihr, ungeachtet der Konsequenzen, die es für sie selbst hatte, über den eigenen Schatten zu springen, den Finger zu heben und gegen die eigene Brust zu tippen. Für ihr Geständnis bin ich Trude zu großem Dank verpflichtet. Nur ihre schonungslose Offenheit versetzte mich in die Lage, den Fall restlos zu klären und nun Bens Geschichte publik zu machen. Bekannt werden muss sie. Vielleicht hilft es mir, mein eigenes Entsetzen zu verarbeiten. Vielleicht vergehen die Albträume, die mich auch nach all der Zeit noch nachts aus dem Schlaf reißen. In diesen Träumen begleite ich ihn auf seinen Runden durchs Feld. Ich liege von Gestrüpp verborgen auf dem Bauch, spähe mit ihm durch das Fernglas, fiebre mit ihm den jungen Mädchen entgegen. Ich schaue über seine Schulter, wenn er den Spaten ansetzt, und dann wache ich schweißgebadet auf und frage mich, wie ich ihn wohl eingeschätzt hätte, wäre ich ihm in diesen furchtbaren Sommerwochen begegnet, womöglich noch in einer Nacht, auf einem einsamen Feldweg. 22 war er in dem Sommer. Ein Riese von einem Kerl, massig und schwer, mit einem sanften Blick und dem IQ eines 2-jährigen Kindes. Er trug immer ein Fernglas vor der Brust, einen Klappspaten am Taillenriemen und meist ein Messer in der Hosentasche. Hätte ich ihn gefürchtet? Oder hätte ich wie viele andere gedacht, 2-jährige Kinder sind harmlos, sie nehmen allenfalls ihr Spielzeug auseinander? Dass er Puppen zerriss, war allgemein bekannt. Es wussten auch viele, dass er ständig unterwegs war und viele sagten, es ist eine Schande, dass sie den so laufen lassen. Aber eine Gefahr sahen nur wenige in ihm. Vielleicht wäre er in einer Großstadt gar nicht aufgefallen, da laufen viele merkwürdige Gestalten herum. In einem Dorf jedoch, wo jeder mit argwöhnischen Augen nach nebenan schaut. Dörfer haben ihre eigenen Gesetze. Es geschieht eine Menge und man lässt es nicht gerne nach außen dringen. Man weiß, welchen Dreck der Nachbar unter den Teppich kehrt und oft genug ist man ihm beim Kehren behilflich. Anschließend klopft man sich gegenseitig auf die Schultern und sagt, Schwamm drüber. Zu ihm konnte man das nicht sagen, er hätte es nicht verstanden und niemand verstand ihn. Deshalb kann ich eines mit Gewissheit sagen. Es war eine endlose Kette von Missverständnissen und sinnlosen Bestrafungen, die ihn zu dem machten, was er in dem Sommer war. Der Puppengräber. 12. August. Marlene Jensen hatte noch etwa 7 Stunden zu leben, als ihr Vater um 19 Uhr die Wohnung verließ. Eigentlich hatte sie Hausarrest, aber sie ging davon aus, dass ihre Mutter sie trotzdem zur Diskothek nach Lohberg fuhr und das beschlagnahmte Taschengeld ersetzte. So hatten sie es am vergangenen Wochenende auch gehalten. Marlene saß bereits ausgefertigt auf ihrem Bett, doch ehe Erich Jensen zu einem Treffen mit Parteifreunden aufbrach, schloss er die Tür ihres Zimmers von außen ab und steckte den Schlüssel ein. Kurz nach ihm verließ auch Maria Lessler die Wohnung. Den lautstarken Protest der eingeschlossenen Tochter glaubte sie nicht stundenlang ertragen zu können. Kaum war der Wagen ihrer Mutter verschwunden, öffnete Marlene das Fenster ihres Zimmers, darunter lag das Flachdach der Garage und an der Garage war eine Leiter festmontiert. Etwa 10 Minuten später erreichte sie die Landstraße nach Lohberg. Kurz darauf hielt bereits ein heller Mercedes neben ihr, Glück gehabt. Im Wagen saßen ihre Cousine Annette Lessler und deren Freund Albert Kressmann. Beide wollten zur Diskothek und nahmen Marlene mit. Annette half auch noch mit etwas Geld aus. Das reichte für ein paar Getränke,
allerdings nicht für ein Taxi. Deshalb stieg Marlene Jensen kurz vor eins in das Auto von zwei jungen Männern, mit denen sie einen Großteil des Abends verbracht hatte, von denen sie jedoch nur die Vornamen kannte, Klaus und Eddie. Eddie setzte sich in das Steuer, Klaus nahm im Wagenfond neben Marlene Platz. Und anfangs schien es, dass Eddie tat, was er versprochen hatte. Er fuhr zur Landstraße, die ab dem Dorf Randbachstraße hieß. Vor dem Ortseingang zweigte nach rechts ein schmaler asphaltierter Weg ab, der hinaus zum Hof von Marlenes Onkel Paul Lessler führte. Eddie bog in diesen Weg ein. Gleichzeitig wurde Klaus zudringlich. Marlene wehrte sich, konnte jedoch im engen Wagen vorn nicht viel ausrichten. Eddie fuhr relativ schnell. Nach etwa 300 Metern kreuzte der schmale Weg einen breiten, der parallel zur Bachstraße verlief. An der Wegkreuzung hatte der Rechtsanwalt Heinz Luca seinen Bungalow bauen lassen. Eddie bog mit unverminderter Geschwindigkeit in den breiten Weg ein. Etwa 500 Meter weiter kam der Wagen dann abrupt zum Stehen. Und kaum hatte Eddie die Scheinwerfer gelöscht und den Motor abgestellt, sprang er vom Fahrersitz und quetschte sich ebenfalls auf die Rückbank. Marlene kämpfte nach Kräften gegen beide Männer, biss und kratzte, büßte ein Büschel Haare ein und zwei sternförmige Nieten ihrer Jeanshose. Unentwegt, sagte einer von beiden, hab dich doch nicht so. Aber schließlich sahen Klaus und Eddie ein, dass sie ihr Ziel nur mit Gewalt erreichen konnten. Ehe Marlene sich versah, fand sie sich auf dem Feldweg wieder. Ihre Jacke und die Handtasche wurden ihr hinterhergeworfen. Dann brauste der Wagen davon. Ihre Erleichterung hielt nicht lange vor. Es war eine finstere Gegend. Die Wege hier draußen waren zwar in relativ gutem Zustand, eine Straßenbeleuchtung gab es allerdings nicht. Etwa 500 Meter zurück stand der Bungalow des alten Rechtsanwalts. Zu sehen war davon nichts in der Dunkelheit. Von der Wegkreuzung waren es weitere 800 Meter bis zum Hof ihres Onkels. Der Weg zur elterlichen Wohnung wäre entschieden länger gewesen. Unbehaglich zog Marlene die Schultern zusammen, hob Jacke und Tasche vom Boden auf, zog die Jacke an und setzte sich in Bewegung. Es war unheimlich. Linke Hand die Felder, rechter Hand lag eine von hohem Stacheldraht umzäunte Wiese, auf der 3 Dutzend Apfelbäumchen zwischen teilweise hüfthohem Unkraut wuchsen. Daran schloss sich ein völlig verwildertes Stück Land an, um das sich seit Jahren niemand mehr gekümmert hatte. Marlene atmete durch, als sie endlich das riesige Maisfeld ihres Onkels erreichte, das Heinz Lukas Bungalow an der Wegkreuzung von zwei Seiten umschloss. Und dann war er plötzlich hinter ihr, ein riesiger Schatten. Er näherte sich mit raschen, aber fast lautlosen Schritten. Marlene bemerkte ihn erst, als er mit einer Hand in ihr langes, blondes Haar griff. »Fein«, sagte er. Nachdem Marlene die Erstarrung abgeschüttelt hatte, schlug sie mit beiden Händen nach hinten und veranlasste ihn damit, ihre Haare wieder loszulassen. Dann fuhr sie wütend zu ihm herum und schrie ihn an, »Bist du bescheuert, mich so zu erschrecken?« Angst hatte Marlene Jensen in diesem Moment wahrscheinlich nicht. Es war doch nur Ben, der Sohn von Jakob und Trude Schlösser, furchteinflößend mit seiner massigen Gestalt und seiner äußeren Aufmachung, aber völlig harmlos. Seine Mutter und ihre Tante Antonia betonten das ständig. Er ließ erneut seine Finger durch ihr Haar gleiten. »Fein«, sagte er noch einmal. »Lass das, du Idiot«, sagte Marlene. Er zog seine Hand zurück. »Finger weg«, fragte er. »Ja, genau«, sagte Marlene in etwas gemäßigterem Ton. »Finger weg. Mach das nicht nochmal.« Dann drehte sie sich um und ging weiter auf die Wegkreuzung zu. Er folgte ihr. »Finger weg«, sagte er wieder. Diesmal klang es nicht nach einer Frage, er griff nach ihrer Schulter. Marlene schüttelte seine Hand ab und begann zu laufen. Er hielt sich neben ihr, packte ihren Arm und zerrte daran, dass er sie beinahe zu Boden riss. Jetzt schrie er, »Finger weg!« Ein Fetzen ihrer Jacke blieb in seiner Hand zurück, als Marlene ihren Arm mit einem Ruck aus seinem Griff befreite. Sie rannte schneller, er überholte sie, baute sich breitbeinig vor ihr auf und spreizte auch noch die Arme, um ihr den Weg zu versperren. »Finger weg!« schrie er zum vierten Mal. »Hau ab«, schrie Marlene, »hau bloß ab, du Idiot!« Und als er erneut die Hand nach ihr ausstreckte, schlug sie mit einer Faust nach ihm. Er begann auf der Stelle zu tänzeln, griff dabei in seine Hosentasche. Als er die Hand wieder zum Vorschein brachte, hielt er ein Springmesser. Marlene erkannte es in der Dunkelheit erst, als er die Klinge herausschnappen ließ und ihr damit vor den Augen herumfuchtelte. Seine ohnehin dürftige Sprache verkam zu unverständlichen Gurgellauten. Nur zwei Worte waren noch deutlich. »Rabenas«. »Kalt«,